Exportgutverpackung in fünfter Generation. Ursprünglich stellte das 1858 gegründete Unternehmen Holzkisten, Wagenräder und Fässer her. Heute fertigt das Unternehmen von Familie Scharnhorst in fünfter Generation geführte Unternehmen moderne Verpackungslösungen sowie vorwiegend ausgeklügelte Holzkisten für Exportgüter der See-, Luft- und Straßenfracht. Mit 7 Hallen und einer Gesamtfläche von rund 46.000 Quadratmetern ist die Exportverpackung Sehende GmbH anders als andere Verpackungsbetriebe in der Lage, auch sehr große und platzintensive Projekte abzuwickeln, ganz nach Bedarf der Exportwirtschaft. Die Exportverpackung Sehende GmbH beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiter. Sie entstand 1982 im Zuge der Firmenerweiterung und des Umzugs auf ein neues, größeres Firmengelände. Bei der modernen Logistik gilt es, eine immer umfangreichere Leistung in immer kürzerer Zeit zu erbringen. Viele Innovationen zielen daher darauf ab, den Arbeitsprozess effizienter zu gestalten und zu standardisieren, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Flächenerweiterungen sowie Prozessoptimierungen halfen, die Lauf- und Fahrwege zu optimieren und ermöglichten es dem Unternehmen, die Kapazität für die Beladung von Seekontainern von 15 auf 100 je Woche zu steigern. Die Exportverpackung Sehende initiierte die Aktion »Jeder Auftrag ein Baum«. Nach einem starken Sturmschaden wurden gemeinsam mit dem Waldbesitzerverband und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Waldgebiet in Nähe von Göttingen wieder aufgeforstet.